So, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Forzathon natürlich. Es ist Sonntag, also Forzathon-Time. Das heißt, heute hier im Mondschein. Bereit für eine Fahrt im Mondschein? Das bin ich. Ja, ich bin bereit. Der Veneno da auch. Oh, ne? Dead Ass. Und auch die Rückleuchten hinten, ne? Das ist schon. Hat er schon. Das kann man so machen, würde ich sagen. Weil wieder vier Sachen auch wieder ein Auto zu gewinnen. Das war das erste, haben wir hier direkt oben. Wolfsgeheul. Holen Sie in einem extremen Streckenspielzeug 3 Sterne in einer Blitzerzone, um den Lycan Hypersport zu erhalten, oder genauer den W-Motor des Lycan Hypersport aus dem Film Fast and Furious 7. Geiles Teil. Dann haben wir noch Haudegen, schließen Sie 3 Gefahren, stellt ab um 55.000 EP und 200.000 Credit zu erhalten. Das ist ordentlich. Dann, juhu, Plymouth Rock, schließen Sie ein Rennen in einem Plymouth Prowler ab, um 75.000 EP und 50.000 Credit zu erhalten. Und noch zum Schluss Mondfahrt, schließen Sie ein Straßenrennen ab, um 3 Lose zu erhalten. Wir werden davon alles machen, bis auf einen, und zwar das mit dem Plymouth Prowler. Das hat nämlich einen ganz guten Grund. Ich meine, dieser Wagen wird wahrscheinlich den meisten von euch nichts sagen. Mir auch nicht, bis ich ihn mal gesehen habe. Und ich zeige ihn euch mal kurz. Ich habe ihn, glaube ich, sogar in der Garage, den Plymouth Prowler. Das müsste von 2000 sein. Also das Wort hässlich beschreibt diesen Wagen nicht. Wo ist er denn? Das gute Stück. Ja. Wie gesagt, hässlich, das reicht nicht aus. Das ist einfach. Geht so eigentlich quasi von der Schönheit her so in die Richtung Fiat Multipla. Und erstens, das werde ich mir nicht antun, ich werde es euch auch nicht antun, dass ihr diesen Wagen sehen müsst. Das. Ihr wollt noch sehen können, deswegen erspare ich euch das mal lieber, mir auch. Weil ich will diesen Wagen nicht fahren, der ist einfach. Tut mir leid, der ist zu hässlich. Wir fangen an mit dem Straßenrennen. Meiner Z06. Ich fahre gerade so auf das Ding. Also, die Corvette ist aber auch ziemlich geil. Sieht mega fett aus. Ich muss ja sagen, die ältere Corvette oder die vorherige Generation, die C6, die fand ich gar nicht mal so geil. Die war mir irgendwie so ein bisschen zu rund. Die ist halt schön kantig, die ist natürlich breit. Die ist bullig, haben natürlich alle auch dicke Motoren, dicke Leistungen, schicker V8. Mit 4 Endrohren, das ist schon geil, ne? Dann noch Z06 mit über 600 PS. So läuft das. Weil so ein Ding wäre ja ziemlich langweilig, ne? Mit 460 PS. Das ist ja viel zu wenig. Deswegen nochmal 200 mehr. So, Silver Sands Speedway. Wir müssen abschließen, nicht gewinnen. Also Platzierung ist scheißegal. Natürlich wäre mit der Corvette, ich weiß nicht. Also die ist ein bisschen getuned halt, Klasse 1. War keine Motorleistung. Bin nett genug. Gucken, was wir da reißen können. Oder ob wir was reißen können. Also Podium wäre nicht schlecht. Das ist gleich mal so dunkel, finde ich gut. Hoffentlich auch nicht so viel verkehrt. Ja, wenn man vom Teufel spricht, ne? Ist da wieder ein Transit. Läuft bei denen. Ich kann auch mal hochschalten, Frage. Genau. Okay. Mit der AMG. Ziemlich schnell ist nach vorne. Okay, das muss ich noch mal. Sogar das ist dieser rote Wagen, das ist auch ein Transit, ich glaube schon, der ist mir gerade ein bisschen im Weg. Nicht so weit raus. Ruhig. Kurvenlage, naja. Ich sage, die Quelle ist nicht dafür bekannt, Tracktoy zu sein. Aber Tracktoys können wir heute noch. In der Blitzerzone. Oder bei der einen Blitzerzone. Wieder Frage an die KI, warum bremst ihr da? Es ist dann so schwer, da einfach durchzufahren. Bin erster. So gefällt mir das. So mag ich das. Kann man sich, glaube ich, ein bisschen bremsen? Oh ja, das geht auf keinen Fall Vollgas. Ein bisschen früh gebremst, aber immer zu früh, zu spät. Dieser Kompressor-Sound, ne? Oh, die Fliesenmotor. So, jetzt wieder rechts. Aber erster Platz gefällt mir. Also ein AMG GTR wäre auch richtig geil, ne? Oder sich ein AMG mit schönem V8. Ist auch schon richtig fett. Sieht nach einem Sieg aus, vielleicht.
kommt da so hinten angerauscht. Ist ein bisschen zu spät. Was ist denn das da? Ich kann das leider nicht erkennen. Hat sich aber stark nach einem Sechszylinder angehört. Ich kann mich auch täuschen. Porsche? Turbo? Oder GT, ach, ein GT, das ist ein GT2? Das ist natürlich auch böse, ne? Ein GT2 mitzufahren, das ist schon gegen eine Corvette. Das ist, glaube ich, der GT2 sogar besser. Tatsächlich. Trotz der Anschaltung. Ja, das ist ein Sieg für mich. Ja, so muss die Folge beginnen. Ja, so mag ich das. Soll ich dagegen fahren, Fabian? Gegen die Autos? War, glaube ich, der GT2. Ja. Theke, muss ein GT2 sein. Transport Quattro, Alter. Ja, moin. Ja, Panamera. Ein Panamera von einem Ford GT. Ja, läuft. Und dann kam erst der AMG. Okay. Und auf dem letzten noch ein GTR. Das war so ein AMG GTS und kein GTR, ne? Fällt mir gerade mal auf. Sag mal, stark nach GTR oder was? Ich meine, der hat einen Flügel gehabt. Und sag, erster Erfolg. Haben noch nicht mal 1% der Spieler. Ja, das ist ja wohl. Das ist ein krasser Achievement hier heute. EP, naja, Kleingeld. Genau, EP ist Kleingeld. EP sind wenig. Ich Idiot. Weiter geht's hier mit den drei Stellen in der Blitzerzone. Ich habe jetzt noch den R50 geschnappt. 50 GT sogar. Zum letzten DLC. Dieser Sound, ne? Du musst über 10.000 Drehungen drehen, easy. Ich habe mal ein bisschen Anlauf genommen. So, was, welche Geschwindigkeit brauchen wir überhaupt? Das gucke ich mal. Wir brauchen 193 km/h. Das war schon mal scheiße. Das war nicht, gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Ja, vielleicht nicht so. Vielleicht die Wand nicht ganz so rammen. Das ist nicht so vorteilhaft, habe ich gehört. Boah, was ist denn das hier? Läuft er mir wieder auf jeden Fall. Das reicht. Ich hoffe doch. Ich würde sagen, das Sound ist Formel 1 würdig. Also von guten Formel 1 Wagen. Nicht die aktuellen Staubsauger. Die hören sich nicht so geil an. Moment, das könnte sogar klappen. Komm, das verkackst du, aber ja, Kurvenlage ist not bad. Obwohl, vielleicht noch einen Tick früher einlenken. Nein, das ist nicht gut. Wie man sieht, ich bin mal nach auf jeden Fall der richtige Forza-Profi. Stimme ich an wie ein Anfänger. Ich bin aus Forza raus, ich spiele das halt aktuell so selten. Vielleicht zweimal in der Woche. Das finde ich selten, ja. Ja, ich glaube, das haben wir gerade so geschafft. So noch verbessert. Obwohl es so scheiße trotzdem war. Also 50 ist auf jeden Fall gut dafür. Der Erfolg müsste kommen. Jawohl. So gefällt mir das. Also erstmal mache ich noch die Lose von vorn. Genau. So viele Fähigkeiten hätte ich gern oben. Wenn wir liken gewonnen. Die wir auch natürlich noch nachher fahren werden, ja. Das mache ich natürlich. So, da sind die drei Lose. Die wir uns durch den Skill verdient haben. Was wäre? So, beim ersten Los 50.000. Ja, kann man machen. Z28 habe ich schon, aber trotzdem richtig geiles Auto. Okay, Kleingeld. Jetzt noch ein Supra Horizon Mission. Ja, das wäre es doch. Naja, fast. Den Wagen habe ich schon, ne? Hatte ich noch nicht. Na Mensch. Das ist mal natürlich auf Offroad aufgebauter Scenario. Natürlich. Er kennt ihn nicht. Ich weiß, ob der schnell genug ist. Eine Beschleunigung, ich meine, die ist ja klar, nur halt alles auf die Straße kriegen.
Okay, am besten ein bisschen weiter links fahren. Das könnte, glaube ich, sogar funktionieren. Ja, okay, den Baum kann man nicht umfahren. Der steht doch gerade echt im Weg, der Baum, ne? Der ist halt ziemlich ungünstig. Okay, wir müssen viel weiter links fahren. Am besten noch links von dem Baum da. Ach du Scheiße. Das könnte aber reichen, oder? Ja, das hat nicht ganz knapp gereicht. Aber hoffentlich ist es auf jeden Fall. Hallo, mein Freund. Ist aber schön, 18. Muss der gezählt haben? Ich gucke auch mal kurz. Genau, das war hier. Zählt also hier oben mal ein neues Profilbild. Gibt es jetzt bei Xbox? Man kann das ja auch eigen erstellen. Aber geil. Dann nehmen wir als zweiten Blitzer einfach den hier. Ich weiß, dass das ziemlich einfach ist. Vor allem mit dem Centenario. Das ist dann noch weniger eine Kunst. Vor allem so mit 1500 PS. So Offroad, kein Ding. Auch weiß ich, 1,5 Tonnen oder so. Vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Na komm. So. Das wird, glaube ich, gar nicht mal so schnell fahren. Ja, 210 Meter. Ist ja süß. Muss ich schon sagen. Ist auf jeden Fall gereicht haben. Ja, wir haben uns knapp übertroffen. War wirklich knapp. Hat man 2 Meter mehr als ne, gewollt. Was haben wir dann hier noch? Das sieht doch auch gut aus. 168, das kriegen wir auch hin. Wie immer, vor allem mit dem Centenario. Der ist halt eigentlich für alle Gerstens gut. Okay, driften, ich weiß nicht. Aber sonst halt Blitzer sowieso, Blitzerzonen. Gefahrenschilder merke ich jetzt auch. Wohl driften? Soll ich einen bauen? Denn das ist eine ziemlich verrückte Idee, aber warum nicht? So die Sonne auch schön. Sieht geil aus. No! Scheiß Baum. Das sieht gerade richtig geil aus. Soll ich jetzt mal drum einen Thumbnail machen? Das wär's doch. Warte. Er auch nur so. Hat auch schon was, ne? Oder? Hat er? So. Ich mach mal so ein Foto. Sieht nicht schlecht aus. Halt dieser Himmel in Forza, ne? Die sie da aus Australien aufgenommen haben. Das ist schon richtig pornös. Noch pornöser als ich. Und das geht sogar. So, natürlich wieder teilen. Und das gleich nochmal versuchen. Wenn man sich die Weite schaffen wir locker. Oder gegen den Baum gegenfliegen ist, glaube ich, nicht so gesund. Aber an sich 200 Meter springen ist auch nicht so gesund, glaube ich. Egal mit welchem Auto. Ist für Auto und Fahrer nicht gut. Ich bin, glaube ich, ein bisschen weiter links abgesprungen. Bitte kein Baum, bitte kein Baum. Easy. Kommt schon der Nadel geflogen. Ja, moin. Wer kennt es nicht? Nur in Australien. So, haben wir es bekommen? Hallo? Wo bleibt's? Ich hab das doch gemacht. Warum zählt denn das jetzt nicht? Okay, ich mach mal andere Gefahrenschilder. Okay, das krieg ich hin. Wieso zählt er das jetzt nicht? Habe ich doch eigentlich gemacht.
jetzt immer nur 3 Sterne kriegen und wäre der Sprung weiter, war ich deutlich weiter. Ich weiß nicht, wo jetzt der ein Problem ist. Naja. So. Ja. Sie haben Ihr Ziel erreicht. So, wir haben es knapp geschafft. Die 100 irgendwas Meter oder weiß ich 90. Ich glaube, von hier ist es auch ein bisschen besser, ne? Als durch Sachen zu fahren. Warte, so. Sieht doch schon viel besser aus. Oh ja. Auch gereicht haben. 107,61 Meter. Ja, jawohl. Ja, das gereicht. So. Ach so, geht auch super, ne? Im zweiten Gang. Kann man ja mal machen. Hat das jetzt gezählt? Wieso zählt denn das nicht? Ich mach doch überhaupt gar nichts falsch. Drei Gefahrenschilder. Ist auch ein Gefahrenschild. Okay, ich mache noch eins und dann gebe ich aber auf. Aber was soll denn das? Ich sollte auch nur 3 Sterne da kriegen. Und oder ich habe auf jeden Fall geschafft. Locker. Ich weiß jetzt nicht, wo das Problem ist. Also, wir machen noch eins. Und zwar, das ist cool, das Gefahrenschild, das mag ich. Nehmen wir mal das hier und fangen mal da an. Das ist mir jetzt ein Rätsel. Also ich bin der Meinung, ich habe alles richtig gemacht. Bin ich eigentlich meistens, aber... Naja, komm. Das machen wir noch und dann fahren wir den Like in. So. 64. So eine Bestleistung, ne? Na, fünften Gang will er nicht. So, ich habe wieder abgeschlossen. Ich habe auch kurz, dass er unten weggegangen ist. Ein Stein. Wunderbar. Ich will auf die Straße fahren. Sieht nicht schön aus, den Wagen. Komm ich ja durch? Jawohl. Komm ich auch durch? Ja. Jawohl. Wieder bei den Erfolgen. Ich weiß nicht, warum das nicht zählt. Ich verstehe das. Warte, bin ich überhaupt nicht online? Da bin ich. Ich weiß nicht, ob es nicht geht. Ich lasse es jetzt einfach. Scheiß drauf auf die paar IP und die Credits. Ganz ehrlich, die kann ich mir auch sparen. Deswegen machen wir jetzt eine kleine Spritztour in unserem Fast and Furious Auto. Ja, schon schlecht hier, der Hobel, ne? Ich meine, das Ding hier in Rot. Der Wemo das Like ein Hypersport. Guck die Endrohre, ne? Wie das aussieht. Das ist einfach nur geil. Der Wagen von außen, er sieht einfach richtig, richtig gut aus. Wemo, das kommt, glaube ich, aus. Sind die aus Dubai? Ich glaube schon. Also aus den Emiraten sind die. Das ist quasi auch ein Filmauto aus Fast and Furious 7. Da sind die da, glaube ich, halt durch diese Hochhäuser da rausgesprungen. Nach unten, glaube ich, ist sogar in ein Hochhaus daneben. Da kenne ich den Wagen, denkt man viel da auch. Deswegen ist es auch scheiße teuer. Hat, glaube ich, auch hier in den Scheinwerfern irgendwie noch Diamanten drin. Kann man das sehen? Ich glaube nicht, aber da sollen, glaube ich, irgendwie Diamanten drin sein. Deswegen ist der Wagen auch scheiße teuer. Meine kommt sowieso da aus Dubai, also was ist da nicht teuer? Der Bruder hat einen 3,8 Liter großen 600er Boxermotor. Von, ich glaube, ist der von Ruf oder von Porsche? Ich weiß gar nicht. Ich glaube, der ist von Ruf. Also auch mehr oder weniger ein quasi Porsche-Motor. Natürlich aufgeladen mit zwei Twin Turbos. Leistet hier über 700 PS. Ich glaube, 760 waren es. Hier wäre eine 6-Gang-Handschaltung leider. Keine Automatik. Ich geiler gefunden, aber naja. Natürlich Heckantrieb, ne? Ist klar. Jetzt der Tacho, ne? Gib dich mal den Tacho. Wie crazy sieht das bitte aus?
Der beschleunigt, ne? Das ist schon schlecht. Ist nämlich so auf der Beschleunigung auf dem Niveau von so einem Pagani Huayra. Also schon nicht gerade langsam. Das ist trotz der Handschaltung. Alter, ne? Dieser Tacho. Das ist einfach. Das kennt man halt nicht von Auto. Das ist nicht mehr. Das ist nicht lang, das ist nicht klassisch, nicht irgendwie. Das ist wirklich, wirklich was Besonderes, dieser Wagen. Die Fahrer wahrscheinlich auch, die so ein Ding haben. Der wurde auch, glaube ich, gar nicht oft gebaut. Ich glaube, da waren weniger als 10, kann das sein? Bin mir gerade echt nicht sicher. Ich finde meine Wagen nicht so gut aus. Weg da, Lambo, als nächstes. Scheiße, ey, der geht schon ab wie die Hölle. Und springen kann er auch gut. Und verbremsen kann ich mich auch gut. Guck mal, was hat er so an Ladedruck? Ich gehe mal in den dritten Gang. 1,42. In dem Moment bei über 900. Läuft auf jeden Fall bei dem Wagen. Den Turbo hört man aber gar nicht mal so krass. Von außen zumindest. Von innen, wir gucken mal. Da hört man ihn auf jeden Fall, wenn man von Gas geht. Aber sonst auch gar nicht mal so wirklich. Dezent, auch der Sound ist relativ dezent bei dem Wagen. Ich finde, er sieht viel krasser aus, als er eigentlich ist. 270, 80, 90, 300, wir hören nicht auf, 13, 20, immer so weiter geht das. Ich habe noch einen sechsten Gang, ne? Also das geht noch viel weiter. Schafft, glaube ich, so um die 360, 370, vielleicht sogar 380. Was sagen die Daten? Oder so 0 auf 100. Können wir auch mal nachgucken. 0 auf 100, 2,8. Für einen Handschalter, ordentlich. Und Thomas Speed 374,3. Das ist schon echt. Das ist in Ordnung, ne? Müsste ausreichen. Für die meisten. Der Sound, der ist. Ich muss es nochmal machen. Ich hatte jetzt mal so. Also 2000 Touren. So ja, um die 50 km/h. Auch wie schnell der hochdreht, ne? Ein Turboloch gibt es auch wirklich gar nicht. Obwohl 2000 war vielleicht sogar ein bisschen hoch. Ich gehe jetzt mal so. Guck mal, 1000. Also ich finde auch, Turboloch ist da nicht wirklich zu spüren. Der geht schon relativ gut los. Was mir sehr gut gefällt. Und der Wagen, der gefällt mir sowieso sehr gut. Nur andere Wagen sind halt auch besser, muss ich sagen. Also so ein Huayra finde ich schon mal 1000 mal geiler als den hier. Weil erstmal natürlich wegen Sound, den dicken AMG-Motor. Allein schon, denn die Optik vom Huayra ist jetzt nicht so, ich sag mal, krass wie die, aber halt schon sieht besser aus. Muss ich ehrlich sagen. Trotzdem ein geiler Wagen. Auf euch hoffentlich eine geile Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hoffentlich. Und zwar ist das Paradise. Vielleicht. Und dann würde ich sagen, tschüss!